Ja, also lange wird schwierig hier. Ich werde ein bisschen belagert, nicht ehrlich. Ja, hätte Fabi vielleicht noch nicht weggehen sollen. Er hat nichts mehr, er ist tot. Achso. Ja, dann ist es umso schwieriger, wenn ich jetzt mit der ganzen FOP daherkomme. FOP ab, ihr Sahneschnitten. Nachdem wir zuletzt aus der Underworld Crouch Cave wieder rausgemobbt wurden, sind wir weiterhin auf der Suche nach einer Brit Cave. Daher foppen wir heute die Swamp Cave auf Fjordur. Diese hat jede Menge Platz, aber auch einen Nachteil. Dort drin braucht man eine Gasmaske zum Überleben. Klar brauchen die Verteidiger diese ebenfalls, aber ein Schuss eines Turrets reicht meist aus und man ist die Maske direkt wieder los. Die Cave-Besitzer sind online und wollen die Cave scheinbar nicht kampflos aufgeben. Wir sind jedoch auch hochmotiviert. Falls euch der ganze Spaß hier gefällt, würde ich mich riesig über ein Like und eure Kommentare freuen. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr es nicht eh schon getan habt. Grüße an die neu gegründete 14 Uhr Gang, die meine Videos direkt bei Release immer schaut. Viel Spaß mit der Folge, let's go! Turrets? Ja, stell ich dir sofort hin. Warte, ich stelle ein, zwei schon mal auf den Ground. Du hast zwei Gigas, aber die sind beide da. Keine Sattel. Stimmt, die beiden Sattel da. Nicht. Nee, irgendwo muss ein Giga von mir sein, der gelevelt ist. Eins steht noch nach hinten. Oh, Stego kommt. Er hat eine Rocket im Inf. Hab ihn. Nice. Er hat sich gelöst, er hat gerade auf den Ding jetzt eingeschlagen. Ja, weil er auf den Stego eingeschlagen hat. No. Oh, meine Rüstung. Da sind irgendwo Turrets, oder? Ja, weiter hinten über den Cave. Kann ich das spawnen oder nicht? Ja, kannst du. Der nächste, der rüber geht, bringt noch ein bisschen RB mit, bitte. Kann ich den Stego nicht mit der Wimmern einfach weggrabbeln? Ja. Aber da stehen Turrets ja nicht, ja. Ja und? Wie viele Turrets stehen denn da? Bei Harrys, glaube ich. Oh, das ist jetzt mein Stego. Perfekt, ertränk ihn oder so. Oh ja, ich bring ihn irgendwo ins Meer oder so. Schmeiß mal einen an Diodon raus, dass wir gleich ein bisschen gegenhinken können da. Wo die jetzt genau? Kann mich reinbeißen. Ah, warum bin ich jetzt schon geraged? Ihr seid beide geraged und die schmeißen noch einen raus. What? Und du bist nach vorne weggejumpt. Ja, whatever, also ich bin wurde weggebissen. Kannst du mich grabbeln, zufällig? Nö, ich stehe in 4 Gigas drin gerade mit dem Kopf. Gut. Haben die neu gepoppt oder was? Ja, oder in 3. Also deiner halt. Versucht deinen gerade rauszupfeifen. Aber der schiebt halt Amok. Also meine Rage war halt instant voll, so. Ja, dann geht es tot. Aber du kannst mir dein Crossbow reinlegen. Ja, ich versuche dich halt gerade zu... Ich hab dich! Warte. Okay, nice, sweet. Ich kann nicht loslassen, während ich da drauf sitze, warte. Hier. Ja. Alpha Whale hat sein Kit wieder. Fang hier links bei mir an. Näher. Hab ich? Du hast den Boden, du schießt zu niedrig. Ich will ihn aufheben, ja. Mach den Headshot oben drüber direkt. Das ist eh aus. Hä? Er schießt auf einmal hin. Weiß ich nicht, hast du gesoffen? Ja, wahrscheinlich. Er hat 2 Meter dahinter geplaced, ne? Ja. Giga-Push. Der macht, darf dir nicht so viel Damage machen eigentlich. Nö. Kann mich halt netten dann. Also das könnte halt passieren. Oder er geht halt einfach auf dich. Ja, mir macht auch kein Damage. Warte, ich mach erst. Ich glaube, du triffst das Turret. Das Heavy triffst du, glaube ich. Ich hab hier von hier einen beschissenen Winkel. Ich mach das Heavy, das Tech-Turret oben weg. Du schießt gegen die Foundy. Aber ich dürfte es treffen, oder nicht? Da steht ein Player hinter. Ist tot. Können die mich denn so easy treffen? Aber das Tech-Turret unten ist auch weg. Das eine. Bin genettet. Das ist auch eine Tech-Turret. Bin drauf, geh ein bisschen tiefer rein, hab eine Minute. Ah, ja, ich hab fett den Bogen geballert. Ich hab der Revolver weggeballert, den. What? Lol. Was? Was ist das? Heavy, heavy, tech, tech, ne, oder? Lol, du hast... What? Ich hab irgendwas... Vielleicht haben die das gerade bauen wollen. Die Cryo und den Giga. Schieß noch eine rein, wenn du hast. Ah, denkst du, that did not age well? Während wir auf uns, wegen der FOP, die wir nicht verteidigt haben.
Wie lange brauchst du bitte für so einen Teleporter, Alter? Ja, hat halt auch ein bisschen HP, ne? So, jetzt weiter Spam pushen, ne? Ja. Also in dem gesamten Eingang steht irgendwie bis nach unten 5 Turrets oder so. Aber dann kommt halt die Wall. Okay. Wir haben Entrance mit Insta-nettet. Ja, der wollte mich netten. Okay, hallo, was geht? Ey, du kannst nicht rein, oder? Ich sehe nur leider minus 5, aber... Ja. Das sieht angenehm aus. Aber wenn das Swamp Damage ist nicht da. Er hat's umgestellt und da kommt ein Teri raus. Er schaut um. Ja, der Swamp Damage macht Aua. Ja, und das nicht wenig. Hä? Wie? Okay, tschüss. Wild. Ich dachte, das ist ohne Maske, brauchst du hier nicht reingehen. Das kannst du nicht gegenfeeden. Ja, ne, also das so viel Welt brauchen wir auch nicht. Habt ihr den Jenny weiter nach vorne geplaced bekommen? Nee, geht nicht weiter. Also zu 3 Foundations oder so. Ja, aber 3 Foundations sind doch schon mal was. Kann was ich in eigener placen. Fabi hat gesagt, geht nicht weiter vor. Fabi, ne? Molly, richtiger Meatfarm hier oder was? Ja. Was ist jetzt passiert? Ich hab keine Ahnung. Hey, Flamethrower-Typ. Ja, unsere Turrets sind gerade kaputt gegangen hinter dir, Olli. Wie denn? Ja, keine Ahnung. Ahnung. Tech Turret. Einfach das Heavy ist zerstört worden. Das Tech Turret hat er durchgeschossen, ja. Wenn noch einen Zentimeter weiter nach vorne kämen, könnten wir hier unter die Decke quasi die Turrets schrauben. Wahrscheinlich den Basi nicht unbedingt blocken. Was ist eigentlich, wenn man da runter Trike charged? Ah, dann charged. Was soll das bringen? Nö, dann können die Rocket Runner noch weiter hinterher und der Trike kommt vielleicht ein ganzes Stückchen weit. Ja, aber wir müssen halt eh uns langsamer vorarbeiten. Das nützt nichts, wenn wir die kommen so. Ja, dann kannst du aber halt mit 3 Rocket Runner vielleicht einiges wegspringen und dich dann langsam fahren. Ja, ich brauche das Sego wieder, sonst mache ich hier nichts, oder? Ja, aber. Macht Spaß, Caro? Ja. Optimal richtig leer. Und nett. Nun, schwarz war warten nicht. Und Flammenwerfer. Bis dich. Okay, er kann mir einfach meine Gasmaske wegflambieren. Flambieren, Junge. What the fuck? Flambieren. Was ist das denn für ein Müll? Ja, eine Rocket. Ich wandert er die Rockets und die anderen Kackdinger nicht. Ich charge da gleich runter, ich sag's dir. Können wir darüber reden, wie Olli hier steht? Fabi? Oh. Dreh dich doch um. Ist der Wadi auch so auf einem Bein? Bei mir liegt er. Okay, ja, warte. Hallo, any pushers? Ja. Ja, wir sind fast fertig. Wir müssen kurz was machen. So, schicke ich dir gleich. Okay. Ich habe keinen Rocket Launcher mehr. Lass mal nicht mehr weiter pushen. Wir gehen wieder raus. Wie was? Wir hat gehen raus. Wir gehen nicht raus. Ja, doch, ich habe keinen Rocket Launcher mehr. Jetzt wird reingegangen. Hat mein Spaß ist dann vorbei. Meine Leiche rechts. Rumbo, Kopf nach links. So ist richtig. Nein, das ist dein links. Ist schon gut. Alter, nein! Cheat! Okay. Cheaten, illegal! Ja, da. Toss! Was tun sie? Dich netten? Das ist Toss! Die machen Force Field hoch und runter. Rumbo, Kopf weg! Oh. Kopf weg! Ja, komm, ich stecke hier irgendwo fest! Du hast auf jeden Fall jetzt irgendeinen Typ gerechtsklickt. Weil ich da unten vor der Wall können wir aber, glaube ich, Tech rexen. Okay, Rumbo ist tot, mir hat die Gasmaske zerlegt. Ich bin ausgetimt. Ich bin Mats. Ich steckte fest, leider. Ich bin Mats! Spaß, mal versuchen, die Dinge. Junge, als ob die nur einen Tür haben. Wieso machen die denn jetzt einen Dino? Ah, ne, die hat vielleicht noch 2. Oh, ich werde die so BM, wenn wir da drinnen sind. Ach, oh Junge, ich komme da nicht rein. Mich blockt der gegnerische Stego, mich blockt Rumbus Stego. Jeder Stego blockt einen hier. Sag mal, wie riesig ist diese Cave? Ja. Mhm. Wie geil ist diese Cave? Am Plan, ja, wir sind ja schon an der Wall zu quasi. Hoch ist. Holy shit. Denk dran, dahinter kommt noch eine Leine, ne? Nee, ja, Mann, aber die ist ja scheißegal. Am Gang schon bei den Dings. Das wenn wir durch die Wall sind. Okay. On the way. Nee, auf links. Ja. Das ist das falsche links, Fabi. Ja, ich konnte nicht gerade vorbei.
Ist ordentlich gedroppt. Der ganze Eingang ist free. Hier ist ein Tech-Rack zu Giga. Tech-Rack Giga-Push. Wo? Andere Seite, wo die gerade von herkommt. Setz dich auf den Giga drauf. Geh auf den Starter von dir, Olli. Get fucked Sachen. Ego pusht vor, what the fuck? Ist einer drauf? Hat jemand den Headgun? Ich hab keine Kids dabei. Ich kann mich Leute, der rennt hier mit Rockets dran. Wenn der Stalker nicht buggen würde. Ich hab keine Headgun, Alter. Ich bin naked. Tschüss. Just too cold, I guess. Ja, ist doch fein. Hochgenommen. Ja, beiß mal weiter mit deinem Giga auf den einen oder so. Oder holt einen Tüler. Zocken die? Schießen die? Was machen die da unten? Rumbo. Die machen gar nichts bis jetzt. Ja, da unten schießt irgendwas. Ja, Turrets. Alles könnt jetzt reinkommen. Ja, geil. Ach, du bist da unten drin. Ja. So. Let's go. Let's go. Oh, für Fortnite. Wohin überhaupt? Nein, nicht so weit. Ey, da links von mir. Ah, okay. Die Foundation ist nicht so weit deep. Hab ich getroffen, ja, ne? Ja. Na, die Rakete ist weggebuggt. Aber können wir nicht einfach Tech Rifle? Ja, wenn du einen Tech Rifle hast, mach weg. Ja, dann lass ich ja irgendwann holen. Sind alle tot von euch? Meine Rockets jetzt, gehen ja nicht mehr. Also, jede Rocket, die ich geschossen habe, ist verbuggt. Ja, meine buggen ja auch die ganze Zeit, ich weiß nicht. Ist einfach mal gut. Ich hab links auf die Tech Found, die noch da geschossen. Ich glaube, sie haben einfach dass ich auf dem Stegel sitze. Auf das Doorframe geschossen. Nichts davon hat gezählt. Bleib still stehen. Ja. Hit dich? Ja, ich glaube. Ja, wird schwarz. Ist weg? Er ist weg. Geh ich mal erstmal wieder hoch. Wir müssen gleich mal bitte den Stego hier töten von denen. Ja, hab ich schon die Tüler geholt? Willst du rausmachen? Ja, erstmal? Ich will den Stego wechseln. Ja, pass auf, ich geh mal eben die Tüler holen. Ja, aber to be honest, können wir jetzt nicht einfach mit Stegos im Wechsel hier drin zocken? Ja, ich denke. I mean, viel zu wehren scheinen die sich jetzt gerade nicht mehr. Ja, aber Token ist Müll. Ja, wir können halt mit Stego Rex Action machen, nicht? Wenn das geht, sehr, sehr gerne. Glaube ich nicht. Ich glaube, du hittest dich selber oder darfst nicht schießen. Olli. Hat nicht funktioniert. Kannst du nicht einfach mal in deinen Tribe mal trusten? Oh, bitte findet hier mal deren Discord raus. Ich werde die so hart BM. Wir kriegen keinen YouTuber für. Ich glaube, du hättest. Warum? Was ist mit denen denn? Ich bin mir nicht sicher. Wir haben halt angefangen. Ich habe eine kleine vorplatziert da oben, wo du gerade standest. Ja. Waren nebenbei am Spam clearen. Dann jetzt haben sie sich irgendwo hinter uns gebeten, ohne dass wir sie mitbekommen haben, und haben die FOB geklärt am Anfang. Also, keine Ahnung, ich habe mich nicht bewegt. Im Voice-Chat ja nice FOB, im Chat easy geschrieben. 10 Minuten später waren wir mit Tourists vor denen Cave und die kamen nicht mehr raus. 6,5 Stunden später. Und oh mein Gott, irgendwann habe ich dann hier oben das Ding entdeckt und ich denke mir so, WTF? Ihr könnt hier stehen, habt hier eine Kante und dann habt ihr hier einen Eingang und ihr seht, man kommt auch ohne Crouchen rein, wenn man sich so durchschiebt, aber fast mit Crouchen, also man kann nicht durchrennen. So, ich bin in der Wand. Oh, hier kommen nochmal mehrere Turrets, glaube ich. Der Jenny ist weg. Ich hab auch den Jenny in der Decke. Da ist auch einer unterm Teleporter. Warte mal wieder weg. I can try. Wait, die springen halt ihre eigene Base in die Luft. Bist du Opfer? Sicher, dass die das sind? Ja. Der ist einfach aggressiv gemacht. Das ist natürlich schlecht. Ja, hat jemand einen Giga? Ja, aggressiv. Ja, aber hier sind auch Turrets, ist das Problem. Turrets. Irgendwie, was macht der Stego? Der Stego ist fucking Step-Bro. Time to say goodbye. Doch, ich will auch mit denen reden, dann. Alter! Nice Base, Buddy! Was für ein nice Base, Alter. Kommt bitte morgen um 9 Uhr morgens. Sag, wie soll man wieder in die Schule verpissen? Ich selber geh gerne in die Arbeit. Ich arbeite gerade in dieser Sekunde. Junge, ich piss dein Gehalt. Sagt dir der Student. Muss er ja nicht wissen. Jetzt weiß jeder, dass Gato hier spielt. Aber wissen die das überhaupt, ist die Frage. Wer gerade über den Boss geredet hat. Ach so. Und gesungen hat, wie gut ihre Base ist. Ja.
Erstmal noch der Headframe vor uns gleich. Und dahinter ist noch eine Foundy. An der Wand. Mal erstmal die Headframes. Aber bitte schieß nicht auf keinen Fall einen Teleporter rein. Alter, wo habt ihr meinen Stego? Ihr habt ihn gelootet? Der steht hier. Ich habe auch noch einen gelootet. Und wo war der gerade? Er stand einfach nur da rum. Ja, das Ding ist nicht gut. Echt keine Flak mehr hier? Nee, den hat ich ja doch rausgeworfen, Eddie. So. Guck mal, ob du da dran kommst, ansonsten müssen wir runterkommen. Du musst wahrscheinlich bis nach ganz vorne laufen. Ah, noch ein Stück. Ja, und jetzt müssen wir runter eben. Bye bye, ausgelockt, fucking Noob. Das ist drum so toxisch, das muss ich sagen. Ist aber so witzig, toxisch. Er schreit halt nicht gleich du Hurensohn, sondern er schreit halt irgendeinen Trash rein. Junge, Alter, es ist so am Legen. Hat er sich jetzt ernsthaft einfach ausgelockt, der Typ? Bin ich jetzt ehrlich hier reingekommen? Das weiß ich nicht. Ey, ich hab drei Female. Tech-Rex. Haben wir Tech-Rex? Wall. Ja, ich hol. Hör rein da jetzt, in die Olga. Eine Gasmaske macht's gleich nicht mehr mit. Eine hab ich noch. Ich hab noch 8. Ja, bum bum bum, schön. Wie alle synchron schießen. Ich krieg immer wieder einen Hit. Schieß mal unten da nochmal dahin. Ein gutes Stück höher. Ich versuche einfach gerade die Wall zu zerlegen. Wie du versuchst zu cryen und schieß aber höher. Das lohnt sich nicht mit der Wall. Wir können da einfach so dran. Nochmal ein bisschen höher, wenn's geht. Wo schießt denn überhaupt noch was? Da ist nichts mehr gerade, wo du denn schießt. Ja, da war es gerade noch. Ah, da oben geht's noch weiter, okay. Sind das nur noch Ground Turrets? Ja, ne? Ja, sind hier noch Ground Turrets und da hinten geht's nochmal weiter. Da sind nochmal 3-4. Warte mal, bevor du jetzt hier alles wegräumst, mach ich gleich mit dem Tech-Rex mal hier einen Abgang. Bevor ich gleich auf den Boden falle. Oma, wo würdest du die Wall bauen? Ungefähr so wie die nicht. Vielleicht ein bisschen weiter hinten. Mal gucken. Ja, das, mal gucken. Sag mal. Du musst halt diese Distanz. Diese Distanz halt nutzen, ne? Die du halt am Eingang hast mit dem Runterspringen. Und gleichzeitig halt war es ja eklig, in den Gang reinzupieken, weil die Turtles alle reingeknallt haben. Also ich fand die gar nicht so kacke geplaced, obwohl die waren von der Distanz her. Wo ist denn seit Iron eigentlich? Vorne. Oh. Hab Dinos gefunden. Und die sind auch schon tot. Das ist nicht unser. Dato war das, so nämlich. Komm ich denn jetzt hier wieder hoch, Mann? Komm da rum, wo. Bye, Gato! Ich mach mal schon mal einmal wieder auf Gen rüber. Ich hab mal alle möglichen. Ja, ich hab jetzt einfach nur, was ich hier sogar in Flaxsets gefunden hatte und bin schon Slotcap. Und also, trotzdem einfach alles mitnehmen, zu Hause sortieren und dann neu mit wieder hernehmen? Außer ja. Also, keine Ahnung. Strukturen, klar, kannst du da lassen, aber. Ist eine gemeshte Foundation. Erstmal noch ordentlich gebaut werden. Wenn die Wall steht, kannst du die Vorpalt da auch noch abbauen, wenn die fertig ist.